Hä? Wer? Wie? Hallo? Klaus Gerster oder was? Nee, Thomas Gerst. Sport ist immer das Zweite. Wie würden Sie sich als Trainer selbst bezeichnen? Sind Sie ein harter Hund? Also normal müssen das andere beurteilen. Der harte Hund bin ich sicher nicht. Ich verlange gewisse Dinge, was Ordnung und Disziplin betrifft, keine Frage. Aber Sie können auch spannend. ich bin auch selber Spieler gewesen und ich weiß natürlich auch dann entsprechend, dass man nicht alles diktieren sollte, weil dann hat man vielleicht fünf Spieler auf seiner Seite und 15 dagegen. Also so ein bisschen immer hinterfragen, wie fühlen die Jungs sich am wohlsten, damit sie ihre Leistung am besten abrufen können. Das ist eigentlich der Hintergedanke dabei und so wollen wir es eigentlich halten, dass schon die Jungs auch gefragt werden, aber entschieden wird halt dann auf anderer Ebene. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie auch so eine Ausbildung als Mentaltrainer oder irgendwie sowas Ähnliches haben. Können Sie da mal ein bisschen was darüber erzählen? Ja, eine Ausbildung ist falsch. Wir kümmern uns darum, dass wir Spitzensportler weltweit betreuen und auch Vereine betreuen, und das Ganze im Bereich Mentalcoaching. Mentalcoaching. Ich habe weder eine Ausbildung gemacht noch sonst irgendwas, aber ich habe sehr viele Dinge erlebt. Was ziehen Sie da immer raus? Immer das Positive. Und es ist immer positiv. Alles, was um uns herum passiert, kann man, wenn man das richtig filtert und richtig auch analysiert, können wir viele, viele Dinge wieder ins Positive drehen, obwohl man glaubt, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Also man kann Dinge wieder in die richtige Richtung bringen, wenn man die richtigen Maßnahmen trifft. Das heißt ja nicht, dass man nicht sagen darf, pass auf, dieser Pass war gut, das ist ja schon positiv. Aber es gibt fünf andere Lösungen, die vielleicht besser wären. Ja? Also es ist immer nur die Frage, wie verkaufe ich demjenigen das? Und ich kann es formulieren, indem ich sage, das war voll schlecht, ja? Um mal beim vernünftigen Wort zu bleiben. Ja? Und dann habe ich aber jetzt ein negatives Wort ihm sozusagen gegeben, was er suggeriert. Und das Negative wird, wenn ich negativ aussende, werde ich auch negativ wieder bekommen. Sie sprechen die Dinge entsprechend immer knallhart an. Wann machen Sie das? Wenn es angebracht ist, entweder unmittelbar nach einer Situation, wohl weiß ich dann trotzdem überlegt, weil ja, also emotional ist immer das eine, nur emotional dann eben mal, ich sag mal, das Kartenhaus umzuhauen, das geht mal ganz schnell. Ja, aber vorsichtig dann eben an ein Kartenhaus ranzugehen und zu sagen, diese Karte stimmt nicht, die muss man vielleicht anders drehen, ist einfach, glaube ich, der bessere Weg. Und nach den bisherigen Eindrücken, die Sie jetzt haben, wo sind die gravierendsten Unterschiede in den beiden Aufgaben? Bielefeld damals und Offenbach heute? Diese Frage habe ich mir nie gestellt. Und diese Frage stellt sich auch nicht, weil ich kann nur ein Leben leben und nur eine Situation jetzt gerade meistern. Ich habe sicherlich Bielefeld gemacht, das war das eine. Ich habe aber auch gerade erklärt, dass dort eben andere Umstände waren. Das heißt, da kam man aus einer oberen Liga, ja, und da war es dann eben auch von jedem auch eigentlich die Erwartung, es wird ein Trainer geholt und der will uns allen sagen, wir wollen wieder aufsteigen. Der Verein Bielefeld, da war ein Abstieg aus der ersten in die zweite Liga, hier ist es anders. Ja, hier will man unbedingt jetzt wieder raus aus dieser dritten Liga. Das sind einfach andere Dinge. Gibt es da irgendjemanden, wo Sie sagen, der hat Sie besonders geprägt? Meine Eltern, glaube ich. Also meine Eltern sind da einfach die mich letzten Endes, glaube ich, geprägt haben. Ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Wir haben einen eigenen Handwerksbetrieb gehabt, eine Schreinerei und Bestattungsinstitut. Und meine Eltern haben immer vorgelebt, wie man zu was kommt, wie man erfolgreich sein kann, nämlich durch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wie reagieren Sie denn, wenn Sie auf Leute treffen oder mit Leuten zu tun haben, die genau das nicht unbedingt verinnerlichen oder nach außen zeigen, dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten? Jetzt sind wir wieder beim Thema, das ist eine Frage des Kopfes und man kann jeden Einzelnen, der vielleicht den Schritt zu wenig macht, kann man dazu bringen, durch A, Kommunikation und durch B, durch eben Maßnahmen, dass er eben den Schritt dann wieder macht. Gibt es so einen Spielertyp, wie Sie früher waren, heute noch im Fußball? Ja, die gibt es immer wieder, die muss es auch geben, weil wenn es die nicht gibt, dann ist es, glaube ich, im Fußball was falsch gelaufen. Und als Spieler, als Fußballer selber auf dem Platz, ja, war ich, glaube ich, bei allen Gegenspielern, sprich bei Spielern von anderen Vereinen, jetzt nicht unbedingt der beliebteste. Ich war so der Typ, ich brauchte diese Aggressivität, um dann letzten Endes mich da in dieses Spiel voll reinzubeißen. Neudeutsch, Allrounder.
Erwarten Sie das auch von Ihren Spielern? Ja, ich glaube, besser ist, man hat Spezialisten überall. Also es macht schon Sinn. Ich meine, es ist immer gut, wenn ein Trainer einen hat, wo er weiß, den kann er überall, wo es mal gerade brennt, kann er den reinschmeißen. Aber ich glaube, es macht einfach Sinn, dass jeder auf seiner angestammten Position, es kann auch direkt daneben eine ähnliche Position sein oder auch meinetwegen mal seitenverkehrt, klar ist, dass man natürlich was im Kopf hat und klar ist auch immer, dass die Mannschaft ein Gerüst haben muss. Dieses Gerüst jetzt zum Beispiel konkret für das Erfurt-Spiel, das ist jetzt momentan noch so eine Puzzlearbeit oder ist es eher so, dass man sagt, gut, also da habe ich jetzt schon 8 habe ich definitiv schon im Kopf und der Rest, das sind dann so Entscheidungen, die kurzfristig getroffen werden. Jetzt bin ich froh, dass es jetzt 8 und nicht 9, weil ich habe 9 im Kopf, sonst hätte ich gesagt, das ist ein Modellseher. Also ich habe 9 im Kopf, die ziemlich wahrscheinlich sind und 2 Positionen, wo ich wirklich jetzt noch, ja, wo wir noch überlegen müssen. Was muss passieren, damit Sie morgen Abend zufrieden nach Hause gehen? Formulieren wir es so. Es muss passieren, dass die Mannschaft eine gute Performance zeigt. Das heißt, dass die Mannschaft einfach jedem Einzelnen, der im Stadion ist oder der es irgendwo via Medien sieht oder liest oder sonst irgendwas, das Gefühl kriegt, da hat sich was getan. Ja, die Jungs sind wieder das, was am Anfang der Saison unter Wolfgang Wolf auch schon passiert ist. Da ist eine Einheit auf dem Platz, die tun alles dafür, die versuchen viele Dinge umzusetzen, die gefordert sind oder werden und die einfach gewillt sind, das zu erreichen, was wir uns vornehmen für morgen Abend, nämlich 3 Punkte zu holen. Was Sie in Ihrer Zeit in Bielefeld mitgenommen haben, da haben Sie ein bisschen was darüber erzählt und Graz haben Sie auch dann angesprochen. Jetzt auf ja, wobei ich diese Frage sehr spannend finde, weil... ja gut, dann stelle ich sie Ihnen doch in Graz, mal. In Graz, ja, das muss man sagen. Also mitgenommen habe ich in Graz oder aus Graz eigentlich das, was heute, ich sag mal, sehr viel die Arbeit auf dem Platz angeht. Was genau haben Sie daraus gezogen, was Sie jetzt hier in Offenbach anwenden werden können, wie auch immer? Die Struktur des Trainings ist einfach auf dem neuesten Stand, das heißt wissenschaftlich auf dem neuesten Stand. Er ist da ständig nur am Informieren und wo kann man noch und was sagt die Sportwissenschaft heute. Also es ist nur eine Frage der Programmierung und darum geht es mir, wenn ich drüber nachdenke, was mache ich mit einer Mannschaft im mentalen Bereich, da geht es um Programmierung. Es geht im Prinzip nicht Programmierer. Oh, den Satz habe ich noch nie gesagt. Eigentlich bin ich Programmierer. Boah, nee.